Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Am Wochenende wird es eine Teilung geben. Der Samstag, der wird noch mal recht verbreitet. Hochdruckeinfluss bringen sehr heißes Wetter. Am Sonntag, da erreicht uns aber eine Kaltfront aus Westen und damit wird dann auch die Hitze verdrängt werden. Wir schauen uns das Ganze mal am Samstag an. Es wird insgesamt ungestörtes Hochdruckwetter geben. Viel Sonnenschein, ein paar wenige Wolken, aber die Luftmasse, die ist labil. Es könnte sein, dass sich einzelne Schauer und Gewitter so bilden am Nachmittag und Abend, vor allem so über den Mittelgebirgen, über den Alpen, aber auch sonst eben die Luft wird schwüler, ist schwül. Es kann also örtlich mal krachen, das wird aber nur die allerallerwenigsten betreffen. Und wir sehen, es wird richtig schwül warm, schwül heiß werden, mit Temperaturen häufig eben mit 30 Grad und auch mehr. Also der Samstag weitgehend ungestört, das ändert sich dann, denn schon in der Nacht zum Sonntag nähert sich eine Kaltfront dem Westen und Nordwesten an. Da können im Nordwesten schon erste Gewitter aufkommen und Schauer. Und wir schauen uns den Sonntag an, da wird die Kaltfront weiter ins Land vorankommen. Große Unterschiede stellen sich beim Wetter ein, denn es wird nach Osten und Südosten hin nochmal heiß werden. Möglicherweise so Richtung Oder und Neiße sogar 33, 34 Grad, während es dann nach Westen hin eben schon deutlich abkühlen wird. Hier stabilisiert es auch hinter der Kaltfront. Hier wird es eben dann noch einige Schauer geben, dann aber doch weitgehend trocken am Nachmittag bleiben. Und im Vorfeld der Kaltfront, da liegt eben noch diese sehr warme und labile Luft, diese Gewitterluft. Da können sich dann im Nachmittagsverlauf auch örtliche Unwetter bilden mit Starkregen, Sturmböen und auch Hagel, wo da genau die Schwerpunkte liegen. Ich sag's ja immer wieder gerne, das lässt sich immer erst kurzfristig sehen. Verfolgt auf jeden Fall nochmal die genauen Vorhersagekarten. Den Link stelle ich euch hier oben rein. Rosa, die vorhergesagten Gewitter. Da könnt ihr gucken, wie sich das konkretisiert noch in den kommenden Tagen, jetzt dann auch am Samstag in den Wettermodellen, wo da die Unwetter auftreten werden. Kurzfristig müsst ihr natürlich das Regenradar verfolgen. Auch dazu stelle ich euch den Link rein. Unser Stormtracking, unser Regenradar, wo dann genau die Gewitter auftreten. Im Großen und Ganzen eben vom Osten bis in den Süden. Während eben nach Westen und nach Norden dann schon nichts mehr passieren wird. Wir blicken noch auf einen Multimodell-Trend auf unsere XL-Vorhersage hier für Berlin. Da wird es ja am Sonntag nochmal heiß werden. Aber wir sehen in der nächsten Woche, es geht im Großen und Ganzen von etwas über 30 auf eben etwas über 20 Grad bei den Höchstwerten dann runter nächste Woche. Und es sieht auch so aus, dass Hitze zunächst nicht mehr zurückkommen wird. Ihr könnt den Trend für euren Ort wie immer schauen. Auch dazu stelle ich euch den Link rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao.